Wir bleiben in Niederösterreich. Nächste Rednerin ist Irene Hart. Neumann-Hartberger, entschuldigen Sie. Sie ist auch Landwirtin aus dem Bezirk Wiener Neustadt, Landesbäuerin in Niederösterreich und Bundesbäuerin, also die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Bäuerinnen. In Österreich unter den aktuell geltenden Vorschriften so durchzuführen, dass auf das leibliche und psychische Wohl der Tiere maximal Rücksicht genommen werden muss. Ich, Herr Kollege Kainz, verstehe das Einbringen dieses Begehrens und die darin enthaltenen Bedenken. Wir nehmen die hohe Zahl der Unterstützerinnen schon ernst, weil schließlich und endlich haben wir im Frühherbst oder im Sommer schon einige Dinge aus Anlass dieses Volksbegehrens umgesetzt. Aber wir verlangen auch Wertschätzung für jene, nämlich für die Bäuerinnen und Bauern, die tagtäglich und bestmöglich für das Wohlergehen ihrer Tiere sorgen. Und es ist das Interesse aller Beteiligten, dass Tiere wohlbehalten am Bestimmungsort ankommen. Unsere Tierwohl- und Tiertransportstandards liegen weit über dem EU-Niveau. Und das beweist auch der Animal Health Index, denn dort finden wir Österreich immer im obersten Bereich. Und seit dem EU-Beitritt unterstützt Österreich nahezu jede Initiative zu kürzeren Transportzeiten und durchgängigen transparenten Kontrollen. Aber wir setzen uns auch für die Beratung und die Machbarkeit auf den Betrieben ein. Es gibt auf EU-Ebene einen einheitlichen Rechtsrahmen, der gemäß Ankündigung der Kommission in nächster Zeit überarbeitet wird. Und das bedeutet, angepasst werden soll, nämlich an unsere Standards, an höhere Standards. Und wir setzen uns dafür ein, dass das eher gestern als morgen passiert. Rasche Umsetzung bedeutet nämlich bessere Planbarkeit und Sicherheit anstatt ewige Verunsicherung für alle Beteiligten. In Österreich stehen wir auch mit unserem Regierungsprogramm aus Verantwortung für Österreich für Anpassungen im Tierschutz, in der Tierhaltung und bei den Tiertransporten und setzen bereits konkrete Vorhaben in diesen Bereichen auch um. Wie Maßnahmen zum Beispiel die heimische Produktion von Kalbfleisch Frosé. Das verhindert schon eine große Zahl an Kälbertransporten, nämlich sie reduziert sie. Den Vorwurf, dass wir hier nichts umsetzen, lasse ich nicht gelten. Diese Regierung hat schon einiges im Tierschutzbereich auf den Weg gebracht. Die Transportfähigkeit der Kälber wurde hinaufgesetzt. Der Transport von Schlachtvieh in Drittstaaten sogar verboten. Das ist auch sinnvoll, weil es stimmt, Fleisch lässt sich leichter transportieren als Lebendtiere. Und Zuchttiere, da möchte ich schon noch mal drauf eingehen. Zuchttiere bedeuten die Existenzgrundlage für viele Betriebe im Berg- und Grünlandgebiet. Viele kleinstrukturierte Betriebe, die daraus ihr Einkommen lukrieren. Und andererseits sind Zuchttiere als Aufbau landwirtschaftlicher Betriebe auch in Drittstaaten ein wertvolles und eine gute Grundlage, um dort auch die Ernährung der dort lebenden Menschen sicherzustellen. Die Planung und die Übermittlung der Daten aus Kontrollen von Landstreckentransporten in Drittstaaten wird verpflichtend und damit auch transparenter und nachvollziehbarer. Tiertransport ist abschließend nicht nur ein österreichisches Thema, sondern ein europäisches. Daher müssen wir die Änderungswünsche vor allem auch auf der europäischen Ebene diskutieren. Wir setzen uns weiterhin für Verbesserungen ein, aber mit Hausverstand, praktikabel und nicht wettbewerbsbenachteiligend für unsere Betriebe. Vielen Dank. Es sind 2 Stunden seit Beginn der Sitzung vergangen, also gibt es einen Präsidentenwechsel von Wolfgang Sobotka zu Doris Burres.